Hallihallo zur Jonas-Show. Ihr mochtet das Intro, ich mag das Intro, wir brauchen nur noch einen fetten Beat, dann ist es ein wirklich schönes neues Intro. Wir haben ja auf diesem Kanal so ein bisschen ein Thema, was immer wieder kommt. Nein, es ist nicht das Thema Umzug, das ist jetzt abgeschlossen. Es ist das Thema Absaugung. Und Absaugung ist, und das sage ich schon seit 2 Jahren gefühlt, ein Thema, was oft unterschätzt wird, was aber sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es um das Thema Arbeitssicherheit geht. Denn Staub führt zu einer zu Nase. In meinem Fall liegt das wahrscheinlich eher am Heuschnupfen. Aber es ist tatsächlich etwas, was wir nicht vernachlässigen sollten. Deswegen haben wir hier im Bankraum jede Menge Staubsauger, um all die kleinen Maschinen, die wir hier nutzen, absaugen zu können und den Staublevel hier so gering wie möglich zu halten. Bei den kleinen Maschinen haben wir ja auch Filter drin. Welche Filter es gibt, da könnt ihr euch schlau machen. Das ist nicht der Inhalt dieses Videos. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, einen Staubsauger zu haben, der einen Filter hat. Wir haben hier im Bankraum noch ein Schmankerl, was wir uns später angucken. Zuallererst wollen wir uns jetzt aber mal anschauen, wie sieht mein neues Absaugsystem eigentlich drüben im Maschinenraum aus. Es ist ja völlig neu. Es sind zwar, glaube ich, 2 alte Rohre verbaut, die wir früher in der alten Werkstatt hatten. Ansonsten alles neu. Ich habe ja in diesem Video gesagt, warum und dass ich alle Absaugrohre, Schieber, Winkel, alles nochmal neu gekauft habe. Und die Gyro Air kennt ihr auch schon. Es ist mehr oder weniger so eine Art Rakete, die da steht. Auch die gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt gucken wir aber zuallererst, wie sieht das neue Rohrsystem eigentlich aus? Und warum ist es so? Denn es gab schon die ersten kritischen Fragen zum Thema Aufhängung. Und genau damit fangen wir jetzt an. Was ihr in meinen YouTube-Stories schon sehen konntet ist, und was ich auch in diesem Video thematisiert habe, wir haben eine Decke in diesem Raum. Diese Decke ist nicht tragend. Also sie trägt sich als Decke und das machen auch eher die Metallträger hier drin. Aber die Decke an sich ist, und wir haben da lange drüber nachgedacht, was das sein könnte, eher so eine Art Gefache oder sowas. Das heißt, hier in die Decke etwas reinzuschrauben, funktioniert überhaupt nicht. Deswegen haben wir so eine interessante Lösung hier gefunden, wie wir das gemacht haben. Denn die Absaugrohre müssen nichtsdestotrotz unter die Decke. Auf dem Boden macht es einfach keinen Sinn. Und wir konnten ja dank einem Tipp von euch sehr gut mit diesen Stahlträgerklemmen arbeiten. Da, wo die Stahlträger sind. Manchmal sind da keine. Dann musste man halt mit Seilen und Zügen arbeiten und darauf achten, dass man das Gewicht der Rohre so gut wie möglich abfängt. Das funktioniert hervorragend. Es sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Aber nochmal, das ist 1000-mal besser, als ein Rohr irgendwo zu befestigen in einer Decke, die nicht fest ist. Denn wenn so ein Rohr mit so einem Sperrschieber runterkommt und dich hier an der Birne trifft, dann sind hier 2 X'e, Deathboy, dann war es das nämlich. Insofern, das ist ganz wichtig auch für euch. Ich weiß, dass ganz viele vielleicht nur ein ganz kleines Absaugsystem haben werden, aber es ist gerade beim Thema Absaugung, das haben wir hier auch festgestellt, das werdet ihr gleich sehen, leider Gottes so, und da blutet mir das Herz, es ist wichtiger, dass es funktioniert und dass es sicher ist, als dass es schön aussieht. Denn schön aussehen tut es, wenn ich ehrlich bin, nicht, aber es funktioniert. Was wir hier auf jeden Fall sehen, wir sind ja hier bei der Abrichte gerade, beziehungsweise bei der kombinierten Maschine, wir sehen, huch, hier ist ja noch ein Sperrschieber, wo gar kein Rohr ist. Wofür könnte das sein? Ihr habt es ja schon so ein bisschen mitbekommen. Wir werden hier nochmal technologisch ein bisschen aufflexen. Das heißt, was bei solchen Systemen immer hilfreich ist, wenn ich weiß, in der Zukunft, in die nicht ganz so weit weg ist, passiert etwas, dann kann man hier schon mal mit anbauen. Man kann ja den Schieber zumachen, solange da nichts ist. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das wird auch bei dem Thema Maschinen kaufen ganz, ganz wichtig, was wir uns auch bald anschauen. Aber wenn ich so etwas plane, sollte ich immer im Hinterkopf behalten, was könnte noch kommen, was könnte ich noch brauchen. Und wie gesagt, im Zweifelsfall macht man halt den Sperrschieber zu, Thema erledigt. Wir haben ja auch hier diesen ganz, ganz langen Arm, der wirklich einmal komplett durch die Werkstatt durchgeht, an eine Stelle, wo aktuell nur die kleine Tischfräse steht und die braucht definitiv kein 140er Absaugrohr. Das auch nochmal, ganz kleine Maschinen unter einem 100er Durchmesser oder 80er kriegt ihr mit einer großen Absauganlage nicht abgesaugt. Dafür ist die Reduzierung zu klein,
Aber das soll nicht das Thema sein. Wir sehen also hier, ich arbeite ganz normal mit Sperrschiebern, wie jeder andere auch. Was wir uns jetzt nochmal angucken können, ist die Lösung bei der Formatkreissäge. Da bin ich ja, glaube ich, einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen. Und wenn wir schon da sind, können wir auch gleich mal auf die Gyro R gucken und vor allen Dingen sehen, was der ganz große Vorteil an dieser Maschine ist. Mehrere Dinge, die man bedenken oder fragen könnte. Eine Sache ist, warum nimmst du keine Rohrschellen? Warum nimmst du Kette, um das Ganze abzuhängen? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Die Höhe des Trägers ist festgelegt. Die Höhe der Maschine mehr oder weniger auch. Und um das alles möglichst perfekt ausgleichen und anpassen zu können, macht so eine Kette einfach Sinn. Denn die kann ich relativ flexibel erstmal drum machen, das Rohr halten und dann immer weiter kürzen, sodass alles auf der richtigen Höhe hängt. Das ist also wirklich sehr, sehr wichtig. Kann ich jedem nur empfehlen. Wie gesagt, es sieht vielleicht nicht so geil aus wie bei anderen, aber es funktioniert. Und das ohne, dass wir jetzt sozusagen anfangen, eine 400 Kilo schwere Maschine auf Böcke zu packen oder irgend so einen Scheiß. Weil das wird echt abenteuerlich. Abenteuerlich sieht auch diese Lösung aus. Der kürzeste Weg von der Absaugung ist tatsächlich hier zur Formatkreissäge. Da nervt mich, und da kann jetzt jeder sagen, das ist Quatsch oder nicht, hier nervt mich der Staub eigentlich am meisten. Das liegt einfach daran, dass ja hier zwei Absaugungen zusammenkommen. Einmal die Absaugung unten in der Maschine und natürlich auch hier die Überkopfabsaugung. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn die Maschine schön sauber ist. Deswegen hängen diese Schläuche jetzt so, wie sie hier hängen. Und das ist auch dadurch bedingt, dadurch, dass ich die Rohre an den Stahlträger hängen muss, kann die Maschine tatsächlich nur an einer einzigen Stelle stehen, nämlich da. Und auch da ist aufgrund der Größe und des Aufbaus nicht viel mehr möglich, als sie so schräg hinzustellen. Das ist aber gar kein Problem, denn wir können diese Schläuche so flexibel hier aufhängen, dass das hier überhaupt gar kein Problem ist. Es gibt keine Interferenzen sozusagen. Und das ist eigentlich so schon mal sehr, sehr gut. Denn es ist natürlich so, man kann sowas im Zweifelsfall anders planen. Man könnte alle Maschinen anders hinstellen. Aber wir müssen natürlich hier mehrere Kriterien einfach erfüllen. Ich möchte für alle Arbeitsschritte die maximale Länge haben, weil wir oft mit kleinen, aber auch manchmal mit sehr, sehr großen Teilen arbeiten. Und dann macht es Sinn, diese Position so zu wählen, wie es halt am sinnvollsten ist. Das ist für euch auch in kleinen Werkstätten natürlich ganz, ganz wichtig zu überlegen, wo positioniere ich so eine Maschine? Denn auch kleinere Absaugungen sind relativ groß, nehmen viel Platz weg. Und es ist natürlich bei einem Rohrsystem so, dass wir die Absaugung nicht dauernd umstellen können. Denn wir können ja das Rohrsystem nicht ständig umbauen. Und Rohre, nochmal für alle, die es nicht wissen, sind deutlich besser als flexibler Schlauch, einfach weil die Rohre innen drin ja glatt sind. Und hier haben wir dieses Geriffelte, das heißt, der Widerstand hier im Geriffelten ist viel höher. Wir verlieren also Saugleistung. Deswegen immer so wenig flexiblen Schlauch wie möglich. Eine Frage, die auch noch kommt, ist, 90-Grad-Winkelstücke sind doch scheiße. Ja, das stimmt. 90-Grad-Abzweige sind nicht wirklich optimal, aber realistisch gesehen, auch da kommt man teilweise nicht drum rum. Und die Lösung ist im Zweifelsfall auch relativ einfach. Mehr Power. Hä? Mehr Power? Was meinst du? Kommt mal mit. Ich zeige euch, was ich mit mehr Power meine. Mit mehr Power meine ich, dass wir hier eine RPM, also Rounds per Minute, eine Drehzahlanzeige haben. Und das Schöne ist, wir können natürlich auf eine geringe Leistung gehen. Wir können aber bei dieser Maschine mehr oder weniger stufenlos auch auf eine deutlichst höhere Leistung gehen. Das heißt, wir haben einen Spielraum von 4500 Rounds per Minute bis 2400. Das heißt, wir können die Leistung sehr gut anpassen. Ich weiß noch nicht genau, ob es tatsächlich nicht auch sogar Absaugtätigkeiten gibt, wo eine geringere Drehzahl gut ist. Ich habe das Ganze bei Harvey schon mal angefragt. Welches jetzt für meine Größe die perfekte Drehzahl ist, weiß ich noch nicht genau. Ich war jetzt immer so bei knapp 3000, einfach weil ich noch am Experimentieren bin. Aber wie gesagt, wir können natürlich auch hier mal auf 4000 stellen und dann saugt das Ding schon echt ganz schön extrem. Was wir hier auch sehen, wir haben ja hier oben eine Erklärung der verschiedenen Parameter, die hier auf dem Display sind. Was sehr, sehr geil ist, die Maschine reinigt ihre Filter automatisch. Die ist an Druckluft angeschlossen. Das heißt, wenn die Maschine merkt, mein Filter ist voll, die Leistung sinkt, ballert das Teil einfach Druckluft da rein, bis es nicht mehr geht und reinigt den Filter. Und die Filter und den Rest zeige ich euch jetzt auch einfach nochmal kurz. Die Filter
die hier sitzen, es sind zwei an der Zahl, können wir natürlich auch manuell säubern, indem wir einfach das Ganze hier rausschrauben, also einmal aufschrauben und rausziehen. Warum mache ich das jetzt nicht? Weil ich Druckluft dran habe. Also ich habe jetzt keinen Bock, die rauszunehmen. Was wir hier auch sehen, vielleicht so ein bisschen, ist halt nochmal das Problem, die Höhe für den Ansaugstutzen ist fest und die Maschine kann nicht höher oder niedriger. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr kritisch und irgendwie festgelegt, mit welchem Bauteil man am Anfang auf diese Höhe kommt. Und deswegen nochmal, das mit den Ketten ist wirklich ein sehr, sehr schlauer Trick, um relativ flexibel das Ganze erstmal aufzuhängen und dann höher zu hängen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wo denn der Staub landen würde. Und dann sollten wir das Ding vielleicht auch mal anmachen. Also die Frage ist, wo landet unser Staub eigentlich? Und dafür haben wir hier diesen Hebel. Und dann können wir hier unseren Wagen rausfahren. Da haben wir zwei verschiedene, beziehungsweise zwei gleiche Tanks. Und wir sehen auch schon, zwei verschiedene, dachte ich. Da ist schon einiges drin, denn ich habe natürlich schon gearbeitet in der Zwischenzeit. Und das ist eigentlich ganz cool. Die meisten anderen Absaugen haben ja gerne diese riesigen Säcke. Und ich finde, die sind einfach auf gut Deutsch gesagt, absolut nervig, die auszuleeren. Und da sind wir, glaube ich, auch alle ehrlich, diese Säckchen hier schmeißt wahrscheinlich nicht jeder beim ersten Mal weg. Was ich ja immer mache, habe ich früher auch gemacht, ich nehme die Säcke raus, kippe das Ganze in einen Müllsack, der abgeholt werden kann und dann verwende ich diese hier einfach nochmal, weil die werden ja nicht schlecht, die gehen in der Regel auch nicht kaputt, wenn man denn eine Absaugung hat, die dafür ausgelegt ist. Hier sind überhaupt keine scharfkantigen Teile, bei der Jet-Absaugung war es ja so, da war ganz viel scharf und das war blöd, weil es halt eigentlich immer die Säcke kaputt gemacht hat und das war nervig. Das ist hier natürlich nicht der Fall, aber es ist auch von der Maschine grundsätzlich natürlich kaum zu vergleichen, weil wir einfach eine ganz andere Preis- und Größenordnung haben. Hoppla, mit einer Hand geht's auch. So, ist das Ding wieder drin, festgespannt und jetzt können wir absaugen. Genau das machen wir jetzt mal. Wir machen das Ding an und dann zeige ich euch noch, was ich super cooles im Bankraum habe. Eine Frage, die sich ja immer stellt beim Thema Absaugung ist, Fernbedienung oder Anlaufautomatik? Anlaufautomatik ist natürlich eine feine Sache. Was bedeutet das? Bedeutet, ich mache eine Maschine an und über einen elektrischen Impuls geht automatisch die Absaugung an. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man das Ganze per Fernsteuerung macht. Ich mache die Maschine an, drücke auf grün und los geht's los. Das ist ja wie bei den Sperrschiebern. Die gibt es natürlich auch elektrisch gesteuert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nichts, was mir übermäßig viel Arbeit bedeutet, einen Sperrschieber zu öffnen. Das finde ich absolut in Ordnung. Was ich jetzt mache, ich mache die Maschine an. Und sie ist an. Und sie ist immer noch leiser als die Maschinen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich kaum zu hören bin. Aber obwohl sie mehr oder weniger direkt neben mir steht, das sind jetzt ja ist kein Meter wahrscheinlich, ist es so, dass die Lautstärke verglichen mit anderen Geräten wirklich sehr, sehr angenehm ist. Wenn man tatsächlich sägt, hört man von der Absaugung gar nichts mehr und die Leistung ist ja jetzt nicht auf dem geringsten Status. Natürlich ist sie leiser, wenn sie langsamer läuft, sondern sie ist auf 4000 irgendwas, auf das, was wir sie eben gestellt hatten. Wie gut saugt sie ab? Dazu werden wir jetzt keinen tollen Test hier machen, irgendwie Staub irgendwo reinhalten. Ihr werdet es so oder so sehen, denn das ist jetzt die Absaugung, die wir bei allen Projekten, bei allen Maschinen hier nutzen. Ganz wichtig, ich hatte mal gesagt, dass ich einen Absaugungsvergleich mache. Das werde ich nicht machen, weil ich nicht unvoreingenommen bin. Ich habe gegen manche Absaugungen, die ich selber besessen habe, einfach zu viel in mir drin, was ich nicht abschalten kann. Und deswegen werde ich das nicht machen. Insofern, ich weiß, dass der ein oder andere sich darauf gefreut hat. Es wird leider nicht passieren. Ich werde allgemein mich von diesem Thema Vergleiche nach wie vor fernhalten. Insofern das einfach nur, damit keiner sagen kann, ich habe es nie gesagt, ich werde es nicht machen. Wie diese Maschine absaugt, das werden wir spätestens im nächsten Projekt sehen oder im weiterführenden, denn ihr habt wahrscheinlich vielleicht bei manchen Aufnahmen schon gesehen, dass die Werkstattschränke deutlich weiter sind, als ihr mit den Videos seid. Hier liegen aber noch Schubläden.
die wir bauen. Und wie das geht, werdet ihr dann sehen. Falls ihr jetzt schon fertige Schubladen gesehen habt, ja, wir haben das schon vorproduziert teilweise. Das ist nun mal manchmal so. Jetzt aber etwas, was sehr, sehr cool ist und was ich auch jedem von euch auf jeden Fall empfehlen würde. Auch wenn wir mit Handwerkzeugen arbeiten, entsteht ja immer jede Menge Abfall, den wir irgendwie entfernen müssen. Und auch dafür gibt es eine schlaue Lösung, die ich eigentlich jedem, der die Möglichkeit hat, sowas zu machen, ans Herz legen möchte. Und zwar ist das einfach nur ein kleiner Absaugstutzen, der nicht an der Gyro hängt. Hä, woran dann? Es handelt sich dabei um meine alte Jet-Absaugung. Der eine oder andere hat sich ja schon gesehen, jawohl, er hat eine neue, jetzt krieg ich die alte, wuhu. Nee, in dem Fall nicht. Ich hatte ja schon gesagt, ich werde sie hier sozusagen als Staubsauger nutzen. Und der eine oder andere hat sich das mit dem Staubsauger vielleicht ein bisschen merkwürdig vorgestellt. Es ist so, immer wenn wir hobeln, fällt hier jede Menge Dreck an, beim Sägen auch. Und das Einfachste ist, wenn ich hier, wo ich säge, gut, jetzt ist es so, dass ich auch sehr viel am MFT arbeite, ich fege einfach ein ganz bisschen mit dem Besen durch, fege das dann in die Absaugung, zack, weg ist es. Das ist wirklich super, super einfach und sehr, sehr schlau. Ich habe das jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, so eingebaut. Da muss man nicht viel machen. Das ist ja kein wirkliches Absaugsystem. Das ist ein bisschen Schlauch. Ein Abzweigstück ist einfach von hinten an die Tür geschraubt. Fertig. Es funktioniert hervorragend. Und jeder, der ganz viel mit Handwerkzeugen arbeitet und vielleicht sagt, ich brauche keine Maschinen, das würde ich euch trotzdem empfehlen, weil es ist viel, viel entspannter, als so wie ich das früher gemacht habe, die Späne und alles immer mit den Händen aufzusammeln oder mit dem Kehrblech, weil das staubt einfach wie Sau. Ich glaube, das kennt ihr alle. Und man kann natürlich den Festool-Staubsauger dafür nehmen, kann man machen, aber der nimmt halt mit dem kleinen Durchmesser so ganz, ganz große Späne auch nicht so gerne auf oder so ganz lange Hobellocken, das mag er nicht so gerne. Hier ist das echt super entspannt, also falls ihr nur mit Handwerkzeugen arbeitet, probiert es ruhig mal aus, das ist sehr, sehr nice, es ist für die Ordnung hier hervorragend und allgemein ist das halt auch ein Thema beim ganzen Absaugding. Es geht darum, das Ganze sauber zu halten. Sauberkeit ist auch irgendwo Effizienz, wenn man nicht die ganze Zeit im Dreck rumläuft und sich denkt, alles eklig. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass das Absaugsystem drüben jetzt so ist, wie es ist. Ja, es sieht komisch aus, aber wie gesagt, es ist manchmal halt so, dass das Aussehen nicht ganz vorne steht. Auch das muss auch ich, muss ich leider auch so rum sagen, manchmal einsehen. Aber es funktioniert. Ihr könnt ja in den Kommentaren nochmal raten, wofür ist der lange Arm, wo nichts dran ist? Was könnte neben den dicken Hobel? Was hat er vor? Ratet gerne mal. Das ist auf jeden Fall der Stand meiner Absaugung. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. In diesem Sinne, reinigt eure Werkstätten, lebt staubfrei und bleibt lange gesund. Oder irgendwie so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.